So, da sind wir wieder zurück an unserer 808 Cessna und mit der Vorflugkontrolle für unseren Flug nach Bremerhaven. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle so klug wart, die 6 Teile Abenteuer Cessna anzusehen, die ich ja in der Playlist eingefügt hatte. Und somit kennt ihr euch nun bestens mit den Instrumenten der Cessna 172 aus. Bei der 808 Cessna ist das Instrumentenpanel wunderschön und detailgetreu simuliert. Die Funktion der Instrumente ist aber bis auf wenige Ausnahmen mit der Standard-Cessna des FSX identisch. Ich erinnere nochmal an dieses Symbol, das ich immer dann einblende, wenn das Gesagte sich nur auf die 808 Cessna bezieht. Also, wie gesagt, Instrumente quasi identisch, allerdings die Avionics. Die sind bei der 808 Cessna sehr viel detailgetreuer und die Funktionen entsprechen denen der echten Bendix King Avionics. So kommt die Maschine auch mit dem KRP 140 2-Achsen-Autopiloten und der ist auch deutlich anders zu bedienen als der Autopilot der Standard-Cessna. Ich gehe da aber später noch drauf ein. Wir benutzen auch eine spezielle Wetterengine, also ein externes Programm, das dem FSX die Wetterinformationen über eine Schnittstelle mitteilt. So ist es möglich, je nach Einstellung immer mit dem realen Wetter zu fliegen. Es gibt dafür sowohl kostenlose Programme als auch Programme zum Kaufen. Unseres ist Active Sky Next. Das ist auch ermöglicht, die Wetterverhältnisse mit denen der Simulatorzeit zu synchronisieren. So fliegen wir in unserer kleinen Geschichte am 11.04.2015. Und auch wenn wir die Takes für die Videos tatsächlich an unterschiedlichen Tagen machen, so ist das Wetter doch immer das des 11.04.2015. Eine der Stärken von Active Sky Next. Bevor es aber losgeht, wird das Flugzeug erstmal betankt. Dazu drücken wir Shift 4 als Tastenkombination. Bei der normalen Cessna, bei der Standard Cessna, da benutzt ihr das Menü. Auf dem nun eingeblendeten Fenster sieht man unten rechts Units. Da einmal draufklicken und dann haben wir die metrischen Einheiten, also Kilogramm und Liter. Wir können auch die Anzahl der Passagiere auswählen und über den Flügeln rechts und links sind die Tanks symbolisch angezeigt. Dort einfach das Plus so lange anklicken, bis die gewünschte Menge erreicht ist. Da wir aber nur 2 Personen an Bord sind, tanken wir voll und haben somit 144 Kilo oder 200 Liter Kraftstoff an Bord. Ach so, noch was, fast vergessen. Wir fliegen ja heute zu zweit und bei der A2A können wir die Personen, die mitfliegen, auswählen. Die Anzahl, wo sie sitzen, wie sie aussehen und was sie wiegen. Der Pilot sitzt da ja schon und repräsentiert Lutz. Ich nehme mal diesen hübschen Co-Piloten. Das Gewicht ist aber geschmeichelt. Okay, mein Idealgewicht bei meiner Größe wäre 76 Kilogramm. Nun machen wir eine einfache Durchschnittsrechnung auf. Man nehme das tatsächliche Gewicht, addiere dazu das Idealgewicht und teile durch 2. Das ist dann der Kompromiss, den man eingehen muss zwischen Realität und Simulation. Ich stelle also 80 ein. Beim Piloten kommt das mit dem Gewicht wohl so etwa hin, aber beim Aussehen, da funktioniert das mit dem Durchschnitt irgendwie nicht. Wie gut, dass ich den Take hier allein moderiere, sonst hätte ich jetzt bestimmt einen blauen Fleck. Obwohl, das Gesagte kann man ja so oder so auslegen. Okay, nach diesen wichtigen Informationen kümmern wir uns wieder ums Wesentliche. Bei den Verkehrsflugzeugen wird die Vorflugkontrolle übrigens von den Technikern durchgeführt und der Pilot macht nur noch einen Rundgang ums Flugzeug, um eine Sichtkontrolle durchzuführen. Der Sportflieger dagegen macht eine umfassende Vorflugkontrolle. Bei der A2A Cessna, da öffne ich mit Shift 8 diese Checkliste. Das ist also die Checkliste, die also für alle Cessnas zutreffen. Das hat also nichts mit A2A zu tun. Das ist jetzt auch die Kabinencheckliste. Bevor wir jetzt den Außencheck machen, müssen wir erstmal hier innen uns um die Kabine kümmern. Los geht's hier beim sogenannten Pitot-Tube. Was ist das eigentlich, Lutz? Das ist unser Staurohr, das uns die Fahrtmesseranzeige bringt.
Hier müssen wir, wenn nicht schon geschehen, die Schutzhülle entfernen. Dann nachsehen, ob das Bordbuch an Bord ist. Jawohl, da ist es. Gewicht und Balance check. Wenn man mit Passagieren fliegt, sollte man auch darauf achten, dass nicht auf einer Seite nur die Schwergewichte sitzen und auf der anderen Seite die federleichten Topmodels. Optimal wäre es natürlich, wenn nur Topmodels im Flugzeug sitzen. Parkbremse setzen. Ist gesetzt. Das Steuerhornschloss muss entfernt sein. Hier ist es. Entfernt also. Und der Startschalter in Off-Position. Dann prüfen, dass der Avionics-Hauptschalter aus ist. Und nun schalten wir die Batterie ein. Und die Stauraumheizung danach auch, denn nachher müssen wir die Funktion testen. Jetzt können wir die Treibstoffanzeige überprüfen. Die Anzeige zeigt rechts und links voll an. Nun die Avionics einschalten. Alles hat sich initialisiert und zeigt an. Das alternative statische Druckventil muss geschlossen sein. Der Schieber ist eingedrückt. Den Warnlampen-Testschalter betätigen und alle Lampen müssen funktionsfähig sein. Den Schalter wieder aus und nur die Lampen, die jetzt noch leuchten sollten, müssen leuchten. Tankwahlhebel muss auf Both stehen. Benzinhahn ein, also voll reingeschoben. Jetzt die Klappen voll ausfahren. Okay, mal überprüfen. Jawohl. Beide voll ausgefahren. Nun die Stauraumheizung wieder aus. Avionics aus. Und Batterieschalter aus. Die Höhenrudertrimmung muss auf Take-Off-Stellung stehen. So, im nächsten Teil dann zum Außencheck. Bis dahin, tschüss!